ganz gelassen nehmen's die Braunbären Fred und Frode. Von all der Aufregung im Wildpark MV nach dem großen Schneechaos am Ostersonntag lassen sie sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Die Schäden bei der Raubtier-WG wurden schnell behoben, schließlich ist das die Hauptattraktion hier. Doch in großen Teilen des Wildparks sieht es noch ganz anders aus. Dramatisch, was die Schneemassen angerichtet haben. 4 große Flugvolieren komplett zusammengestürzt, unter anderem die der Seeadler. Die eine Seeadlervoliere ist der Mittelmast gebrochen, das Netz ist aufgerissen. Und ich muss sagen, Gott sei Dank konnten die Adler entfliegen. Sie hätten auch unter den Schneemassen begraben werden können. Und man hat ja eigentlich gar nicht so das Gefühl, aber wenn man das mal abklopft, merkt man, dass da Tonnen drin hängen. Und die beiden sind draußen und sind natürlich entflogen. Ich wünsche ihnen alles Gute. Sie waren gut bei Sache von der Kondition her und auch von der Flugkraft. Ich denke, das geht gut. 80% aller Volieren sind kaputt. Der Wildpark hofft auf die Unterstützung vom Land. Wirtschaftsminister Harry Glawe hat sich selbst ein Bild gemacht. Der Eulenwald, die große Voliere für die Uhus, ist ebenfalls betroffen. Rund 400.000 Euro müssen für die Reparaturen insgesamt aufgebracht werden. Wenn es sich bestätigen sollte, werden wir mit 90% fördern. Das heißt 360.000 Euro stellen wir zur Verfügung und 40.000 oder 50.000 würden aus SPZ-Sonderbedarfszuweisung oder eben aus dem Strukturfonds des Landes kommen. Da würden CDU und SPD noch mal drüber sprechen. Jedenfalls, die Lösung ist da. Jetzt geht es nur noch um das Wie. Das Wie heißt, wir brauchen Architekten, wir brauchen eine Planung. Noch schlimmer hat es den Vogelpark Malo erwischt. Die Volieren nahezu komplett zerstört. 50 Tiere waren entwichen. Inzwischen konnten einige davon wieder eingefangen werden. Die Aufräum- und Reparaturarbeiten sind in vollem Gange. Wie beim Wildpark MV gibt es auch hier inzwischen eine Welle der Hilfsbereitschaft von Spenden bis zu freiwilligen Arbeitseinsätzen. Und auch befreundete Firmen helfen mit, wie hier beim Wiederaufbau der Artenschutzvoliere. Sie sollte die neue Attraktion im Vogelpark werden und massiv bedrohte Arten zeigen. Auch hier verspricht das Land schnelle und unbürokratische Hilfe. Da sind ja 90% aller Volieren zerstört und beschädigt und der Schaden scheint dort höher zu sein. So etwa 500.000 Euro oder mehr, das wissen wir noch nicht. Aber vom Grunde her habe ich gestern dieselbe Botschaft in Malo hinterlassen, dass wir als Land aus der touristischen Infrastruktur alles machen werden, um diese beiden Parks wieder im neuen Glanz entstehen zu lassen. Der Vogelpark in Malo ist ab Samstag wieder für die Besucher offen. Schließlich gibt es neben den Volieren ja noch genügend andere sehenswerte Anlagen. Auch die beliebten Flugshows der Greifvögel sollen wieder stattfinden. Der Vogelpark Malo gehört mit bislang 230.000 Besuchern jährlich zu den größten Attraktionen in Vorpommern. Eine ähnliche Bedeutung hat der Wildpark MV in Güstrow mit jährlich rund 160.000 Gästen. Wer beiden Einrichtungen helfen möchte, kann das am besten mit einem Besuch tun, denn der lohnt sich nach wie vor.